Ja, hallo, hier ist Alex, exklusiv nochmal für MeTV, direkt jetzt aus dem Stadion. Ja, was willst du jetzt sagen? Ja, also 4-0 Klatsche gekriegt, beziehungsweise 0-4 Klatsche jetzt von Frankfurt gekriegt. Also es war definitiv eins zu hoch. Wir hätten auf jeden Fall mal öfters aufs Tor schießen müssen. Dieses Hin- und Her-Schiebe war ein bisschen blöde, fand ich. Aber wir haben gekämpft. Der Elfmeter hätte eigentlich, hätte Fahrradkette, Phrase ins Schweinchen drin, ist ein bisschen blöd gelaufen. Hätten wir den gemacht, wäre es vielleicht ein bisschen anders, aber man hat schon gesehen, ist ja doch eine Liga höher noch. Im Pyrozünden waren wir definitiv heute Weltmeister, kann man nichts sagen. Wir haben uns ordentlich hier den Dreck abgeputzt, aber scheißegal. Gegen Kiel zählt es jetzt, da müssen wir den Sieg holen. Geile Stimmung haben wir definitiv gehabt. Die Stimme, die Hälfte davon ist sowieso noch im Stadion, wie jedes Wochenende. Aber es passt schon, was muss. Immer weiter, wir kämpfen weiter und die Liga zählt jetzt. Gegen Kiel holen wir uns jetzt die Punkte, das muss sein. Und schönen Abend noch an alle, macht's gut, tschüss.